In Israel hat die Parlamentswahl begonnen. Umfragen zufolge dürfte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rechtsgerichteten Likud-Block von Ministerpräsident Netanyahu und der Liste Blau-Weiß seines Hauptkonkurrenten Gantz geben. Der ehemalige Generalstabschef hatte in seiner Kampagne die angeblichen Korruptionsskandale des Amtsinhabers angeprangert. Netanyahu wiederum verwies auf seine langjährige Erfahrung im Amt. Erste Prognosen des Wahlergebnisses werden gegen 21 Uhr erwartet. Gut 6 Millionen Menschen sind in Israel wahlberechtigt. Die Wählerinnen und Wähler bestimmen die insgesamt 120 Abgeordneten der Knesset, so heißt das israelische Parlament. Die Legislaturperiode der Knesset dauert 4 Jahre. Das Parlament wählt den israelischen Premierminister. Es gibt keine Direktkandidaten und Wahlkreise, sondern landesweite Listen mit Kandidaten von einer oder mehreren Parteien. Insgesamt treten 41 Listen an. Die meisten von ihnen dürften wie in der Vergangenheit an der 3,25%-Hürde scheitern. Eine absolute Mehrheit von 61 Sitzen für eine Liste gab es bei Knesset-Wahlen noch nie. Zuletzt erreichten die stärksten Listen etwa 30 Sitze. Heißt, an Regierungen sind in Israel häufig 4 oder mehr Parteien beteiligt. Für Benjamin Netanyahu ist es ein Schicksalstag. Er kämpft um eine 5. Amtszeit. Und gleichzeitig kämpft er gegen Korruptionsvorwürfe. Hinter ihm liegt ein harter Lagerwahlkampf, in dem er sich als Garant eines rechtskonservativen Bündnisses präsentiert hat. Der Wahltag ist der Kern der Demokratie, mit der wir gesegnet sind. Aber man muss dabei auch gut entscheiden. Ich sage jetzt nicht, wen man wählen soll. Ich könnte, aber das ist nicht der Ort dafür. Sein Herausforderer Benny Gantz baut auf eine Wechselstimmung, wiederholt an der Urne noch einmal seine zentrale Wahlkampfbotschaft. Er wolle eine politisch gespaltene Gesellschaft versöhnen. Es ist ein Tag der Hoffnung. Ich sehe in alle eure Augen und weiß, wir können eins werden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Spitzenkandidaten sagen die Wahlforscher voraus, wobei das rechtsreligiöse Lager, das Netanyahu in einer Koalition anführen will, bei den Wählern demnach vor einem Mitte-Links-Bündnis von Benny Gantz liegt. Ihm fehlt das Charisma. Er hat nicht die politische Erfahrung wie Netanyahu. Es wäre gut für die Demokratie, wenn Netanyahu geht, auch wegen der Korruptionsvorwürfe. Jeder 5. Israeli ist Araber. Viele von ihnen wollen die Wahl boykottieren, aus Enttäuschung über ihre eigenen Kandidaten und weil sie glauben, ohnehin nichts bewirken zu können. Seit Jahren haben wir die gleichen Probleme und nichts hat sich für uns verändert. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet. Dann gibt es die erste Prognose der Ergebnisse. Und damit zu Susanne Glas in Tel Aviv. Was sagen denn die letzten Umfragen? Tendiert eine Mehrheit eher zu Premierminister Netanyahu oder zu Benny Gantz? Sehr, sehr spannend. Nach den letzten Umfragen lag Benny Gantz und sein blau-weißes Bündnis mit der Liberalen Partei hauchdünn vorne. Aber es heißt, der Vorsprung sei etwas geschmolzen. Und man muss auch sehen, dass Netanyahu hier auch heute noch versucht, seine Wähler zu mobilisieren via Facebook. Er sagt, wenn ihr nicht zur Wahl geht, dann bekommen wir eine linke Regierung. Bei der vergangenen Wahl hatte er Erfolg damit, dass er gesagt hat, wenn ihr nicht zur Wahl geht, dann werden die arabischen Parteien quasi hier ans Ruder kommen. Also es ist im Moment alles noch offen. Ja, wie hat Netanyahu denn auf den letzten Metern inhaltlich versucht, noch Wähler für sich zu gewinnen? Absolut. Also das war ja auch ganz spannend, dass Benjamin Netanyahu im Endspurt des Wahlkampfes angekündigt hat, falls er gewinnt, will er die jüdischen Siedlungsgebiete im Westjordanland annektieren. Das ist durchaus noch ein weiterer Schritt in Richtung Zwei-Staaten-Lösung, wird es niemals geben. Und daran sieht man ja auch, dass Benjamin Netanyahu offenbar Angst hat, dass die Parteien weiter rechts von ihm stärker werden könnten und dass er dann, selbst wenn er in der Lage sein soll, mit denen eine weitere rechte Regierungskoalition zu formieren, als Realpolitiker in der neuen Regierung immer weiter mit extremen Positionen, die ihn dann mit extremen Positionen vor sich hertreiben. Warum sind dann aktuell so viele Menschen in Israel unzufrieden mit Netanyahus Politik?
Es sind ja auch sehr viele nach wie vor zufrieden, das muss man sehen. Es ist tatsächlich so, die eine Hälfte ist für Netanjahu, die andere ist gegen ihn. Ich würde mal sagen, er hat einen Amtsbonus nach insgesamt nur 13 Amtsjahren, wo viele sagen, das ist unser starker Anführer, da wissen wir, wofür er steht. Und eben die andere Hälfte sagt, den haben wir jetzt zu lange gehabt. Der ist außerdem mit Korruptionsvorwürfen hier ziemlich belastet und wir wollen ihn nicht länger haben. Ganz klar ist auch, dass Netanjahu einerseits für sich verbuchen kann, dass es hier länger keine großen Anschläge mehr gab, dass er keinen Krieg mit der Hamas in Gaza wieder vom Zaun gebrochen hat. Da haben ja alle anderen mehr oder weniger dazu aufgerufen. Aber die andere Hälfte sagt eben auch, es müsse ein härteres Vorgehen gegenüber der Hamas in Gaza jetzt endlich stattfinden. Und das hat er ganz versprochen. Ja, schauen wir noch mal auf Benny Gantz. Was will der anders machen als Netanjahu bisher? Große Frage. In erster Linie sagt er ja, ich bin nicht Netanjahu. Ich will diese polarisierte, gespaltene Gesellschaft wieder einen. Außenpolitisch und auch in Bezug, was jetzt die Frage der Palästinenser betrifft, da scheinen die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein. Auch Benny Gantz hat im Wahlkampf das Wort Zwei-Staaten-Lösung tunlichst vermieden. Allerdings versucht er auch, Positionen eher links der Mitte zu besetzen. Er hat zum Beispiel angekündigt, mit ihm werde es mehr Geld für Soziales und Bildung geben. Im Beitrag haben wir auch gehört, dass Benny Gantz sich als Versöhner gibt im Wahlkampf. Aber ist es aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, diese gespaltene Gesellschaft zu versöhnen? Es wird definitiv schwierig sein. Und wie Sie ja auch im Beitrag gehört haben und selbst gesagt haben, es kommt darauf an, welche Koalitionen hier dann sich formieren. Also weder Benny Gantz mit seiner blau-weißen Liste noch Netanjahu mit seinem Likud können hier die Politik bestimmen, sondern möglicherweise sind es letztlich die Religiösen als Zünglein an der Waage. Und auf die muss man dann in einer Regierung auch Rücksicht nehmen. Aber Benny Gantz hätte sicherlich den Vorteil, dass er ein neues Gesicht ist und möglicherweise auch was die palästinensische Frage betrifft, etwas konzilianter insgesamt hier auftritt als Netanjahu. Jeder fünfte Israeli ist ja Araber, das wird gern mal vergessen. Im Beitrag haben wir gehört, dass viele der Araber gar nicht erst zur Wahl gehen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Könnten sie trotzdem das Zünglein an der Waage sein am Ende? Sieht im Moment nicht danach aus. Bei der vergangenen Parlamentswahl sind ja viele zur Wahl gegangen und da war tatsächlich der arabische Fraktionsblock der drittstärkste in der Knesset. Diesmal sieht es nicht so danach aus. Es sieht eher so danach aus, als wäre das Zünglein an der Waage dann tatsächlich eine religiöse Partei eines Herrn Feiglin, der auf der einen Seite sehr radikale Positionen verspricht, was die Annexion des Westjordanlandes betrifft und auf der anderen Seite die Freigabe von Cannabis fordert und damit auch sehr viele junge religiöse Wähler angesprochen hat. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Susanne Glas in Tel Aviv.